So, hallo und herzlich willkommen heute mal am Schreibtisch. Das liegt daran, dass ich den Computer brauche, weil ich hatte keine Lust, alles auszudrucken oder irgendwie aufs Handy zu packen oder sonst irgendwie. Und da war ich jetzt einfach mal faul und deswegen hocken wir heute mal hier. Hier gibt es auch keine nervige Heizung, die da irgendwie Lärm produziert. Und ich glaube, das ist also demzufolge ganz praktikabel. Was es gibt, was Lärm produzieren könnte, sind Nachbarn, da stecke ich nicht dahinter. Ne? Das hängt davon ab. Scheinbar dreht die Nachbarschaft auch Corona-bedingt gerade ein wenig durch und neigt dazu, gerne mal das halbe Dorf mit lauter Musik zu beschallen, was ich persönlich grauenvoll finde, aber ja gut. Man versucht dann ja, möglichst tolerant zu sein. So, ja, FAQ, also eigentlich gar nicht so sehr F, mehr ein AQ oder ein Frage- und Antwort-Video, was auch immer. Ne? Jedenfalls habe ich einen Haufen Mails gekriegt und auch viele Sachen per Kommentar. Manches habe ich direkt beantwortet, anderes habe ich gar nicht beantwortet, weil ich böse bin und weil es einfach zu viel gewesen ist und weil ich schon in 7000 Videos angesprochen habe. Manches habe ich wahrscheinlich auch vergessen, aber ein bisschen was kann ich jetzt auch eben in diesem Video hier anquatschen und genau das werde ich auch tun und zu sehen gibt es im Grunde nichts, beziehungsweise doch eigentlich schon, weil bei einigen Fragestellungen waren auch ordentlich Fotos dabei, die werde ich dann an gegebener Stelle einblenden und wenn ich sag's dann dazu, dass ihr, falls ihr nebenher Abendessen macht oder in der Badewanne liegt oder den Rasen sprengt, Entschuldigung, den Witz wollte ich schon immer mal machen. Also, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir an. Und Namen halte ich außen vor, aber teilweise zitiere ich hier mal ein wenig. Das ist ja unspezifisch, da wird sich ja keiner deswegen in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen. Also, hi Ben, ich habe einen Wald gepachtet. Wie ist das nun mit den Zelten oder dem Bivakieren über ein paar Tage? Der Besitzer weiß das und hat uns das als Freizeitgrundstück überlassen. Liebe Grüße, Mr. X. Da kommen noch ein paar Mr. X. Nee, ja, das hängt immer sehr vom Bundesland ab. Und das ist natürlich ein Thema, was wir schon mehrfach angesprochen haben. Lustig ist aber jetzt, und deswegen wollte ich die Frage auch gerne nochmal aufgreifen, die Tatsache, wenn man das Waldstück gepachtet hat. Das ist schon kompliziert, ehrlich gesagt. Das, so genau kann man das dann auch wirklich gar nicht fassen, weil es einfach überhaupt nicht vorgesehen ist in Deutschland, dass man einen Wald pachtet und dann da übernachtet. Das ist einfach... Ja, das kommt nicht vor im Rechtssystem quasi. Ich meine, inzwischen schon, ja. Aber traditionell so irgendwie nicht wirklich. Und deswegen weiß da auch keiner so richtig Bescheid. Es ist ja je nach Bundesland so, dass man im eigenen Wald, wie gesagt, je nach Bundesland, entweder das Zelten für eine Nacht im eigenen Wald erlauben darf, für eine Nacht. Es gibt, glaube ich, noch ein Bundesland, aber dafür müsstet ihr euch die Playlist Waldrecht nach Bundesländern von mir angucken. Ich weiß das auch nicht mehr auswendig. Ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, es gab ein Bundesland, wo man als Waldbesitzer generell Zelten erlauben kann. Ja, ne? Aber bei den Bundesländern, wo der Waldbesitzer das erlauben darf für eine Nacht, hat man die Erlaubnis wahrscheinlich ziemlich explizit, inklusive wenn Freizeitgrundstück eben entsprechend das ist, was im Vertrag steht oder je nachdem, wie ihr das geregelt habt. Aber wenn das wirklich hochoffiziell gepachtet ist, dann soweit reicht mein Kenntnis, was eine Pacht ist, dass er dann Nutzung des Grundstücks inklusive dem sogenannten Fruchtgenuss erlaubt ist. Das würde dann ja also auch bedeuten, wenn man einen Wald wirklich pachtet, dann darf man in diesem Wald gegebenenfalls eben auch entsprechend Holz machen. Wobei, ich denke, das müsste man auch nochmal einzelvertraglich regeln, weil du kannst schlechten Wald ein Jahr pachten, dann sämtliche Bäume umschneiden und hinterher sagen, naja, du hattest ihn ja gepachtet und nicht nur gemietet. Daher, ja, wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen kleinteilig drauf an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in den Bundesländern, in denen der Waldbesitzer Zelten erlauben kann, hätte man mit dem Pachten des entsprechenden Waldgrundstücks diese Erlaubnis für sich selbst dann bestimmt in Anspruch genommen. Ah, so würde ich das jedenfalls interpretieren wollen.
So, was das mit dem Biwakieren angeht, das ist ja sowieso Schnurz, weil solange es nicht ein Naturschutzgebiet ist, darf man ja sowieso überall, nicht offiziell, aber es ist halt nicht verboten zu biwakieren. Bis auf eben die Ausnahmebundesländer. Es sind streng genommen sogar drei an der Zahl, nämlich Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern, erschreckenderweise. In Bayern allerdings so tief versteckt in den Wirrungen der bayerischen Gesetzgebung bezüglich Wald, dass das wahrscheinlich ein Nachteil für uns alle ist, dass ich das jemals rausgefunden habe. Man bis dahin gedacht hat, es sei in Bayern ganz regulär, überhaupt kein Problem, eine Runde im Wald zu biwakieren. Leider ist es das halt eben doch streng genommen. Da kräht in der Praxis natürlich auch wieder kein Hahn danach, gerade weil ja eben besonders in Bayern das Betreten der freien Landschaft, um da eben Erholung zu finden, ganz, ganz wichtig ist und ganz stark auch in der bayerischen Verfassung verankert ist. Ja. Gleichzeitig aber auch eben das Übernachten nicht in dem Sinne gestattet ist. Ne? Jo, aber mit dem Zelten, ja, für eine Nacht sicherlich, vielleicht auch für eine Nacht immer wieder. Aber was voraussichtlich nicht geht, ist langfristig. Also das ist ja auch immer so ein Problem, wenn beispielsweise irgend so ein Aussteiger auf die Idee kommt, irgendwo im Wald zu leben. Das erlebt man ja häufiger, da gab es jetzt noch nicht allzu viel, aber hin und wieder kommt mal wieder jemand auf die Idee, ich ziehe jetzt in den Wald, ich nehme eine Kamera mit, mache mir noch einen YouTube-Kanal, verkauf, keine Ahnung, Walddreck oder selbstgeschnitzte Löffel, um noch ein kleines bisschen Geld zu verdienen und hocke mich da in irgendeine selbstgebaute Jurte, in ein Tipi, in eine sonstige Waldhütte und so weiter und so weiter. Bisher war es eigentlich immer so, dass früher oder später, selbst wenn der entsprechende Wald demjenigen wirklich gehört hat oder der halt den entsprechenden Wald gepachtet hat, dass früher oder später irgendeine Behörde aufgekreuzt ist, die dann irgendein Problem hatte und denjenigen aus dem Wald rausschmeißen wollte. Weil es ist teilweise schwierig für die Behörden, wirklich rechtlich was zu finden, weshalb derjenige da gar nicht im Wald leben darf, beziehungsweise da nicht am Stück übernachten darf. Zum Beispiel am Stück zelten wäre jetzt im Fall vom Tipi der Fall. Das ist ja kein Bauwerk in dem Sinne, sondern tatsächlich ein Zelt. Und da finden sie meistens nur schwer Argumente. Außer es ist ein Zelt, ne? Also wenn du mit einem Bauwagen im Wald stehst, also um das jetzt nochmal zu präzisieren, Entschuldigung, es ist wirklich ein saukomplizierter Fall, deswegen muss ich bei dieser Frage ein bisschen rumstottern, aber mit einem Bauwagen ist es so, wenn jemand im Bauwagen im Wald hockt, kriegt man den im Regelfall nur dann weg, wenn er da auch regelmäßig übernachtet und dann über einen Brandschutz. Dass meistens der Brandschutz in diesem Bauwagen für einen dauerhaften Aufenthalt nicht ausreichend ist. Aber ansonsten ist man mit dem Bauwagen noch am safesten, wenn man dann im Wald übernachten möchte. Wäre vielleicht für euch ein Thema, wenn ihr also in diesem Freizeitwald regelmäßig übernachten wollt und da wirklich mal eine längere Zeit bleiben wollt, Bauwagen hinstellen, ihr dürft da ja hinfahren. Ja, wenn ihr den gepachtet habt, dann habt ihr auch das Wegerecht und könnt da also auch einen Bauwagen theoretisch hinstellen. Das müsste normalerweise im Bereich der Pacht möglich sein für den längeren Aufenthalt dort. Und gerade wenn es als Freizeitgrundstück eben entsprechend gedacht ist, das wäre auf jeden Fall das rechtlich gesehen sicherste. Warum ausgerechnet ein Bauwagen? Naja, weil der beweglich ist. Und ja, das spielt tatsächlich eine Rolle. Eine Hütte ist ein Bauwerk. Ja, ein Zelt ist ein Zelt. Sowohl Bauwerke als auch Zelte sind im Gesetz quasi separat erwähnt. Ein Wägelchen, ein bewegliches Objekt, nicht. Und damit sind wir wieder so ein bisschen in der Grauzone und lediglich über den Brandschutz können sie einen dann noch kriegen. Aber langfristiges Zelten ist ganz klar in keinem Bundesland überhaupt nirgends wirklich erlaubt. Das geht auf keinen Fall. Und jemand, der eben langfristig im Tipi wohnt, früher oder später werden die Behörden auf ihn aufmerksam. Das ist bisher jedenfalls immer so gewesen. Ich kenne jetzt keinen, der das schon seit 20 Jahren durchzieht. Weil irgendwann, wie gesagt, und dann fliegt man raus, weil Zelten für eine Nacht, meinetwegen auch für ein paar Nächte in dem einen Bundesland, vielleicht sind es auch zwei, in dem das geht, aber dann ist auch Schluss. Also selbst wenn es dein eigener Wald ist, darfst du da nicht wohnen, Bauwagen ausgenommen. Ja. Will man nicht, wollen die Behörden grundsätzlich nicht haben, früher oder später
wollen seinen weghaben. Ja? Und ich finde das auch ehrlich gesagt, ich weiß, für den jeweils Betroffenen ist das schrecklich. Ja? Aber grundsätzlich finde ich das eine richtige Entscheidung, weil ich möchte auch nicht, dass Leute anfangen, im Wald zu wohnen, weil ich gerne möchte, dass wenn ich in den Wald gehe, also ganz aus reinem Egoismus, da nicht irgendwo einer wohnt. Ja? Weil wenn da einer wohnt, dann wohnt da bald der Zweite und dann wohnt da bald der Dritte und dann bald der Vierte und dann bald der Fünfte und irgendwann wird es zwar, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass es wirklich eng wird, aber irgendwann wird das ein richtiger Nervfaktor, dass du beim durch den Wald streifen, wo du jetzt davon ausgehen kannst, dass du da überall hin kannst, sofern du nicht im Naturschutzgebiet rumrennst, denen ist leicht auszuweichen, gerade wenn man eine Karte hat, dass du dann überall hin kannst, ja, und völlige Bewegungsfreiheit genießt. Und das gibt ja dem Wald auch das Gefühl, dass man draußen ist und dass man in der Natur ist, dass man eben diese Bewegungsfreiheit hat. Und mit vielen Leuten, die da wohnen, ist das dann kaputt. Und deswegen halte ich das für richtig. Auch wenn ich natürlich für den Einzelnen absolut verstehen kann, dass man da gerne mal ein paar Tage oder auch langfristig im Wald hausen möchte, so Aussteigerleben im deutschen Wald führen möchte. Ich kann das schon so bis zum gewissen Grad echt nachvollziehen, aber finde es gut, dass das nicht geduldet wird. Ja, da werde ich mich jetzt unbeliebt mitmachen, aber stellt euch vor, das würde jeder machen und man kann es halt eben nicht nur einzelnen Leuten erlauben, weil sie einen besonders langen Bart haben oder weil sie besonders weise sind oder weil sie so sehr stinken, dass sie keine andere haben möchte. Das ist jetzt böse, aber nee, das geht halt einfach nicht. Entweder alle oder keiner. Und dann lieber keiner als alle. So, nächste Frage, beziehungsweise ganz viele Ideen für ganz viele Skype-Videos war Baumkrankheiten. Mal so generell, was gibt's da? Wie passiert das? Was hat der Baum in diesem Foto? Was hat der Baum in jenem Foto? Was hat der Baum dort drüben im Wald? Und was zum Geier ist das für ein Knubbel? Und so weiter und so weiter. Das habe ich schon mehrfach gesagt, aber da das offensichtlich nicht so ganz fruchtet, sage ich es jetzt nochmal. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, ne? Also fragen darf man ja. Aber ich habe keine Ahnung von Pathologie. Also von der irgendein Schaderreger befällt Baum-Geschichte. Ja? Das können sein Pilze, das sind es meistens, das können sein Bakterien, das können sein theoretisch auch Viren. Es gibt auch Pflanzenviren, die sind gar nicht so häufig, aber geben tut die. Es können irgendwelche Mikroorganismen sein, es kann sein, dass es einfach nur eine Genmutation ist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und die einzelnen Krankheiten jetzt an der Ausprägung des Bobbels am Stamm oder der Verfärbung der Blätter oder den komischen Beulen, die an den Blättern dann noch dranhängen. Und das genau erkennen zu können, das ist dann eben die Pathologie bzw. die Forstpathologie. Und damit kenne ich mich nicht aus. In der entsprechenden Vorlesung habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Hoffentlich hört das der zuständige Dozent nicht. Ich habe wirklich gar nicht aufgepasst. Ich war damit beschäftigt mit dem Mikroskopbesteck. Da ist ja so ein kleines Messerchen dabei und so ein kleines Nädelchen dabei. Und eine Styroporpackung. Da schneid, schneid, bohr, bohr, sowas zu machen. Das war so meine Hauptbeschäftigung in der Pathologie, insbesondere in der Praxis. Und hätte es eine Prüfung im Pilz unter Mikroskop bestimmen gegeben, wäre das wahrscheinlich in der Top 3 der extrem schwierigen Prüfungen für mich gelandet. Ja? Ich bin übrigens zu meiner Schande auch zweimal durch die Baumbestimmungsprüfung gefallen, weil ich mir da nie die Mühe gemacht habe zu lernen. Hatte aber den Vorteil, dass ich dadurch insgesamt dreimal die Bäume gelernt habe. Ne? Zweimal zum Durchfallen, einmal zum Bestehen, weshalb ich sie heute auch noch relativ gut kann. Bei vielen meiner Kommilitonen, mit denen ich dann später nochmal im Wald gewesen bin, als die dann auch fast fertig waren oder im Studium so weit fortgeschritten waren, dass man im Grunde gar keine Bäume mehr bestimmen muss, weil es um irgendwelche Detailfragen geht. Natürlich muss man die immer noch bestimmen können, also meiner Meinung nach. Aber viele konnten es dann schon nicht mehr, weil sie es vergessen hatten, dass ich es dreimal lernen musste. Ha! Was gut, ja, wie gesagt, das kann auch durchaus mal hilfreich sein. Ja, aber Baumkrankheiten habe ich keine Ahnung. Baumkrankheiten, Insekten und Pilze, das sind so die drei Dinge, die ich sicherlich irgendwann mal vertiefen werde und die ich auch mal irgendwann lernen werde. Derzeit ist das große Fachgebiet, wo ich am Dazulernen bin, die Geologie.
das war ja auch nicht unbedingt Teil meines Studiums, anders als die drei anderen Dinge, die waren schon Teil des Studiums, da habe ich noch nicht aufgepasst. Die Geologie hingegen finde ich wahnsinnig spannend und hätte sie gerne im Studium. Also ich hatte ein bisschen, also ganz, ganz bisschen. Ich hätte gerne viel mehr gehabt und da bin ich jetzt an mich weiterbilden. Und da so eine Weiterbildung durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt, bin ich bestimmt 2020 noch komplett mit der Geologie beschäftigt. Und fange dann vielleicht 2021 irgendwann im Laufe des Jahres an, mich für was anderes Erweitertes zu interessieren. Vorher muss ich noch Gräser bestimmen lernen, das steht auch noch auf der Agenda der grundlegenden Wissenserweiterung. Und dann können wir irgendwann mal über Baumkrankheiten, Pilze, also abgesehen von Ökologie von Pilzen, dazu habe ich schon was gesagt, dazu kann ich noch was sagen, aber Pilzbestimmung beispielsweise, da können wir dann mal ganz 2022 oder sowas mal ganz langsam einsteigen in das Thema und auch was Insekten angeht. Ich verstehe, dass die unglaublich faszinierend sind, was die alles drauf haben, die Formenvielfalt, das ist auch die artenreichste Tiergruppe, die es überhaupt gibt. Also wenn man sich anguckt, 8 von 10 Tieren auf dem Planeten sind ein Insekt, so gefühlt, ne? Also von den sichtbaren Tieren. Und die ganzen Tiefseeviecher vielleicht noch nicht unbedingt mitgezählt, aber so irgendwie in diese Größenordnung geht's. Es gibt wirklich unglaublich verschiedene und die haben teilweise Fähigkeiten drauf, da schlackerst du mit den Ohren und ich kann die Faszination nachvollziehen, aber die sind halt nicht kuschelig und die sind auch ziemlich doof. Schwarmintelligenz ist was, was natürlich auch nur bei den Insekten so richtig vorkommt und das ist auch ganz besonders beeindruckend, aber so als Individuum erscheinen sie mir einfach ein bisschen blöd und da beschäftige ich mich lieber mit einem Eichhörnchen, was durchaus, ja, wo man auch einen Charakter erkennen kann. Jedes Säugetier hat einen individuellen Charakter, wenn man ihm lange genug zuguckt bei dem, was es so tut und das macht Säugetiere oder Vögel, zum Teil sicherlich auch Reptilien, aber mit denen kenne ich mich nicht genug aus, einfach nahbarer für mich und sympathischer für mich und faszinierender. Für mich persönlich, ja. Aber nichtsdestotrotz, selbstverständlich sind Insekten unglaublich spannend. Die Arthropodenfauna ist ein Forschungsgebiet, in dem man auch immer noch neue Arten entdecken kann. Schafft das mal bei einem Säugetier, viel Spaß. Und ja, wahnsinnig spannend. Aber momentan wirklich noch kein Schwerpunkt. Klar, so ein paar Basics, wie die aufgebaut sind, wie grundsätzlich die Biologie von denen ist und so weiter, das kann ich theoretisch schon erzählen, insbesondere wenn ich es vorher nochmal nachlese. Ich muss aufhören, mit dem Kameradeckel zu spielen. Also, was sie dauernd klappert, ich spiele unglaublich gern mit dem Kameradeckel. Böser Ben. Böser Ben. So, ja, genug zu dem Punkt, würde ich sagen. Ihr wusstet ja, dass das ein ziemliches Gelaber wird, gell? Dann habe ich immer gekürzt, da kam eine Mail, da ging es um die aktuelle Situation mit CE und Mountainbiken bzw. Bau von Mountainbike-Trails. Zum Beispiel habe ich gehört, das ist jetzt ein Zitat, habe ich gehört, dass Laub wegmachen erlaubt ist. Somit hätte man zumindest eine Linie für die MTB-Spur. Bereits abgesägte Baumstümpfe dienen als Sprung. Wenn man den Baumstamm noch mit toten Ästen verziert, hätte man einen schönen Sprung. Mit einer Schaufel und Erde dann einen perfekten Sprung. Was darf ich machen? Ab wann ist es eine Ordnungswidrigkeit und ab wann eine Straftat? Begriffe wie leichte und schwere Waldarbeiten. Ich glaube, die gesamte Mountainbiker-Szene ist momentan geschockt, da wir aus der Natur vertrieben werden. Ja, in der Tat ist es so, also um auf das allerletzte zurückzukommen, dass sie aus der Natur vertrieben werden. Gerade Baden-Württemberg, das ist ein Kollege aus Baden-Württemberg, hat ja das Problem, ja, je nachdem, wie man fragt, ne? Aber ich denke, für diejenigen, die halt gerne in der Natur Fahrrad fahren wollen, ist es sicherlich ein Problem, dass Fahrradfahren nur auf Wegen ab 2 Meter Breite erlaubt ist. So, da alle anderen ausgelegten, regulären Mountainbike-Strecken, also irgendwelche Mountainbike-Parks und solche Späße. Das ist nicht nur in Baden-Württemberg so, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, sondern auch in den meisten anderen Bundesländern, wo es sowas gibt, macht das zu, weil das halt eine Freizeiteinrichtung ist und da könnte es dann halt eben sein, dass es zu vielen Leuten kommt und deswegen wird das gesperrt, einfach damit sich da keine vielen Leute versammeln. Also wie Schwimmbad, Kino, Restaurant und so weiter. Ja, da zählt das auch dazu. Ist einerseits irgendwie konsequent, so auf den ersten Blick. Andererseits
beschränkt es tatsächlich die Möglichkeiten, was man denn jetzt als einzige Freizeitmöglichkeit, die wir überhaupt noch haben, nämlich rausgehen in die Natur, was man da tun kann, beschränkt sich damit wirklich auf reguläres Radfahren auf Wegen, die breiter sind als 2 Meter. Also Mountainbiking, wenn wir jetzt unter Mountainbiking tatsächlich eine kurvenreiche, eine abfahrtsreiche, actionreiche Abfahrt oder sowas verstehen wollen, diesen Bereich des Mountainbikens, im Grunde ist jeder, der mit einem Mountainbike fährt, logischerweise ein Mountainbiker, wenn er das auf einem mehr als 2 Meter breiten Weg tut, dann ist ja alles in Ordnung. Aber solche Abfahrten, das ist tatsächlich derzeit gerade ein bisschen schwierig. Und wenn man das vorhat und diskriminiert führen möchte, dass man das nicht machen darf, dann hat man da in gewisser Weise recht. Aber das trifft halt auch auf den Schwimmer zu und auf den Eiskunstläufer und den Fußballer allein, weil Fußballplätze sind ja auch gesperrt und so weiter. Das heißt, es ist ein Schicksal, das einfach viele Leute derzeit teilen. Das wollte ich erstmal vorweg anmerken. Muss man nicht mögen. Selbstverständlich muss man das nicht mögen. Ich persönlich habe ja das Glück, dass meine Hobbys alle meistens laufend stattfinden und ein Rumlatschen im Wald ja nach wie vor möglich ist und es da gar keine Einschränkungen gibt, außer dass man nicht so viele Leute mitnehmen darf. Das wäre auch eigentlich ganz schön, wenn ich das machen dürfte, dann könnte ich nämlich Führung machen, aber kann ich nicht. Und deswegen ist das schon auch doof, aber für mich persönlich gibt es wenig Einschränkungen. Ja? Und deswegen kann ich natürlich absolut verstehen, dass dich das dann ein wenig sehr nervt, wenn du da jetzt persönlich eben von betroffen bist. Aber leider, schlechte Nachricht. Was darf man da alles machen? Darf man das Laub wegfegen? Darf man einen Baumstumpf als Sprung nutzen? Darf man da noch ein paar Äste dran bauen? Darf man da irgendwelche Arbeiten im Wald verrichten? Ganz schlechte Nachricht, nichts davon. Überhaupt nichts, gar nichts darfst du. Du kannst schon irgendwo Laub wegfegen, das ist jetzt streng genommen nicht weiter dramatisch, aber da du ja Fahrradfahren nur auf Wegen breiter als 2 Meter oder auf extra dazu zugelassenen Trails, die behördlich so angelegt und genehmigt worden sind, nur darfst, darfst du überhaupt nichts selber bauen, gar nichts. In keinem Wald in Baden-Württemberg oder auch in irgendeinem anderen Bundesland darf man wilde Mountainbike-Abfahrten, also wirklich solche Geländeabfahrten, dass wir uns richtig verstehen, darf man nirgends anlegen. Gar nirgends. Scheiße, aber das ist die Rechtslage, nach der hast du gefragt. Also scheiße im Sinne von für dich. Ich hatte mich zu dem Thema auch schon geäußert, das weißt du vermutlich nicht, sonst hättest du mich wahrscheinlich nicht gefragt. Wilde sonst wo überall irgendwie Abfahrten sind dem jeweiligen Waldbesitzer, dem Forst und manchen Spaziergängern schon ein ziemlicher Dorn im Auge. Es kommt natürlich immer drauf an, der Ton macht die Musik. Wenn man in irgendeinem stadtnahen Wäldchen, so eine kleine illegale, streng genommen illegale, sind sie halt wirklich immer, Strecke hat, wo dann die Radfahrer gerne mal runterpoltern und wieder raufpoltern und so weiter und so fort. Ich habe mal neben einer geschlafen und bin nicht davon ausgegangen, dass da nachts noch wer auftaucht. Es sind aber nachts noch welche aufgetaucht. Da war ich etwas genervt, weil ich wollte ja gerne schlafen. Und normalerweise, anders als kleine Trampelfahrtwege, die zu Fuß begangen werden, taucht da wirklich nachts nie wieder irgendwer auf. Und wenn du neben so einem kleinen Trampelfahrt pennst, hat mich noch nie was nachts gestört. Aber an dieser Mountainbiker-Strecke, nachts um 11 oder was, sind da noch 2 aufgetaucht, die da tatsächlich hochgedackelt sind und vielleicht noch ein Fläschchen Bier getrunken haben, gedackelt mit schiebenden Rädern und dann nochmal runtergeburzelt mit entsprechender Beleuchtung, also Stirnlampe und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die mich gesehen haben, aber die sind circa 2 Meter neben mir vorbei. Also so gut getarnt ist mein Schlafsack jetzt auch wieder nicht. Ich habe einfach so getan, als würde ich schlafen, weil ich keinen Bock hatte gegebenenfalls jetzt mit denen. Entschuldigung, ich wollte ja auch wirklich schlafen, ja. Normalerweise bin ich schon ein kommunikatives Typchen, wenn ich im Wald irgendwie mit Leuten, die mich da entdecken, in Anführungszeichen, zusammentreffe. Aber in diesem Fall wollte ich ja wirklich schlafen, musste früh raus und ja, das war schon ein bisschen störend. Aber ansonsten, die Rechtslage ist ziemlich eindeutig. Ziemlich eindeutig und klar kann man da mal was tolerieren, aber im Idealfall, wenn ihr da was vorhabt,
Sollte das der Fall sein, dann fragt irgendeinen Waldbesitzer im Idealfall, ob der dann halt eben da vielleicht nichts dagegen hat, oder dann gibt man dem einen kleinen Obolus, und wenn man diese Strecke dann auch nicht bis in alle Ewigkeit nutzen möchte, sondern jetzt zur Corona-Überbrückerei, dann ist da vielleicht noch ein bisschen mehr Solidarität drin, als das sonst üblicherweise der Fall ist. Aber von der rechtlichen Seite hast du echt die Arschkarte. Ja, da musst du dir für die Zeit von Corona wie der Schwimmer, wie der Fußballer quasi ein anderes Hobby suchen. Ja, oder halt illegal. Aber das empfehle ich nicht. Ausdrücklich nicht. Und was mich persönlich nervt, ist, dass jetzt auf Wegen, die normalerweise kaum von Fahrrädern befahren sind, was man auch nicht darf, jetzt neuerdings gerne mal die Radfahrer unterwegs sind, weil einfach viel mehr Leute draußen sind, damit auch mehr Radfahrer draußen sind und aus irgendwelchen Gründen jetzt die Radfahrer, das müssen jetzt gar nicht die Mountainbiker sein, das können auch andere Radfahrer sein, völlig Wurst, gerne mal auf zu schmalen Wegen unterwegs sind. Und das teilweise auch im Naturschutzgebiet. Und das mag ich nun wirklich gar nicht. Ja? Es hat auch sachliche Gründe, weshalb im Naturschutzgebiet im Regelfall nicht Fahrrad gefahren werden soll, beziehungsweise nur auf breiten Wegen. Aber führt jetzt zu weit.